Der Weg nach Meridian. Der großen Stadt der Kaja. Und da sehen wir auch wieder mehrere Jäger von ihnen. Hier ist natürlich ihre Präsenz wesentlich größer. Wo wir hier in ihrem Reich sind. Verdammt, Nosseran sorgen doch überall für Ärger. Ich halte meine Augen offen. Hallöchen. Schaut euch einmal das an hier. Da hinten ist noch so ein richtig komischer Turm, den ich nicht deuten kann. Wahrscheinlich gehört er in irgendeiner Art und Weise auch zu Meridian. Mann, ist es lange her, dass wir zum ersten Mal von diesem Ort gehört haben und den Plan gefasst haben, hierher zu kommen. Wann hat uns Ehrend hierhin eingeladen? Es ist so lange her. Da sollen die Nora scharenweise krepieren. Wir haben echt viel gelernt seitdem. Wir sind auf jeden Fall auch sehr stark geworden. Also wenn man sowas sieht hier, dann hat das schon deutlich mehr von menschlicher Zivilisation. Guckt euch das an. Da unten sind auch überall Häuser. Hier sind Felder. Das sieht schon mehr nach menschlicher Zivilisation aus. Was ist das hier für ein Turm? Schade, ich hatte gehofft, man kann hier nach oben gehen. Hi. Oh, hallo. Ich hätte nicht gedacht, dass du mit mir redest. Den Satz höre ich in letzter Zeit häufiger. Kaja-Handwerker. Komisch, dass sie hier draußen sind. Ich habe das schon viermal gesehen. Meridian Dorf. Ach, das ist das, was hier unten ist, okay? Das ist dann Meridian Dorf und das hier oben ist die Stadt. Es tut mir leid, aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Ich kümmere mich um das ist eine Frechheit. Wir sind treue Bürger. Wie lange müssen wir warten? Soll ich hier sitzen und warten, bis alles verdirbt? Ich dachte, Meridian wäre offen für alle Kaja. Was Ursa passiert ist, hat nichts mit uns zu tun. Ganz so einig scheinen die sich hier nicht zu sein. Du siehst aus, als wärst du ausgeruht und zu allem bereit. Händler entdeckt. Kaja, Ermordungen, was hab ich damit zu tun? Kann ich mit dem reden? Oh ja. Schattenstolperfalle, Schattenrassler, Schattensprengschleuder, was geht hier ab? Die ist ziemlich heftig. 1400 Metallscherben und ein Lanzenhornherz. Schattenrassler. Nice. Sieht auf jeden Fall geil aus. Diesen Teil mag ich besonders. Heftig, was es alles noch für Gegenstände gibt. Wow. Was so viel los? Ehre. Olin ist irgendwo da drin. Und auch Ehrend. Der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Ehrend sagte, er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian komme. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Ja, und das war doch diese Ersa, oder nicht? Und gerade hat einer von denen gesagt, was Ersa passiert ist, hat nichts mit uns zu tun. Guckt euch mal an, das da unten ist das Meridian Dorf. Und hier, also es ist schon, sieht schon groß aus. Hier ist so ein Palast, das könnte der Palast des Sonnenkönigs sein. Und hier sehen wir so langsam die Ausläufer von Meridian. Die große Stadt.
Das ist ein Aufzug. Wahrscheinlich können... Kann man die später benutzen? Erstmal alles looten, was hier auf der Straße rumliegt. Sei auf der Hut. Ich versuche es. Viel Glück beim Durchkommen, Fremde. Okay, dich haben sie also nicht durchgelassen? Das tut mir leid. Ja, aber jetzt verstehe ich, warum die Karcher gefühlt gegen die ganze Welt Krieg führen konnten. Mit einer solchen Stadt. Mit so einer militärischen Macht. Hallo? Der sieht nicht gerade glücklich aus. Hallo, Hauptmann. Stopp, genau da! Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkampass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Aloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz! Macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Hast du getrunken? Ja, fast nicht. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Danke. Endlich mal ein Machtwort. Bitte, jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Ha. Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Ich, hab auch jemanden verloren. Bei der Erprobung, mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich. Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute dir erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob's das besser macht? Ja, wie kommt das? Was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? So habe ich das nicht gemeint, Erend. Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben, auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört. Dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Durch meine Bogenskills. Wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich wegen Olen. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Ich muss Olen finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nein, ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen, aber ich weiß, dass Olen mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht wo. Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Klar, dass er aktuell nicht sich vorstellen kann, dass Olin da drin verwickelt ist. Ich frage mich, ob die Mörder und der Name Schattenkarja, ob das zusammenpasst. Ich muss Olins Haus sehen. Jetzt. Okay, okay, dann komm. Sind das etwa die Schattenkarja? Die, die treu sind zum alten Sonnenkönig, der ja gestorben ist, der getötet wurde. So viele Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht.
Ich trinke nicht. Die reden doch gar nicht. Die stehen da einfach nur rum und betrachten mich. Guckt euch an, wie stark die gepanzert sind. Meine Güte, diese militärische Macht. Offensichtlich lassen sie heutzutage wirklich jeden in die Stadt. Hey, ich bin Sucher. Außerdem trage ich nicht zufällig gerade. Ne, ich trage ein Nora-Ding. Jahr für Jahr, warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen. Ja, der hat Führungskraft. Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Eins verstehe ich nicht am Sonnenreich. Alles sehr mysteriös. Auf einmal fängt er an zu rennen. Okay, wie kommen wir da rein? Oh, das war subtil. Ist ja eh keiner zu Hause. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Das erinnert mich gerade voll an Skyrim. Diese Häuser, die man besitzen konnte. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo in Markat oder so. Oder irgendwo sah ein Haus fast genauso aus wie diese Architektur hier drin. Aktiviere den Fokus. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst. Und der Boden ist da ganz abgenutzt. Aha. Da ist also eine Luke. Aber ich will erstmal nochmal hier oben gucken. Oh, hier geht's auch noch nach oben. Das ist echt riesig hier. Familienporträt. Gewebter Stoff mit Ocker- und Insektenpigmenten bemalt. Zeigt eine Familie. Das scheint ein Bild von Olins Familie zu sein. Frau und Kind. Das scheint ein Bild von Olins Familie zu sein. Was ist das? Wow. Was ist das? Was sehe ich hier? Oder nicht? Oder auch nicht? Ist das Gold? Könnten irgendwelche krassen Barren von irgendwas sein. Ah, lass mich raten, wir müssen das Ding gleich runterschmeißen, weil wir die Luke nicht aufkriegen. Hier wird auf jeden Fall noch irgendein Objekt angezeigt. Auf der Leiste da oben. Das hier in der Nähe sein muss. Spezialhändler. Maschinenrohstoffe. Was steht da? Geheimkisten. Jagdbedarf. Sammelobjekte, zwei Quests. Wir haben hier auf jeden Fall was zu tun. Aber dann durchsuchen wir jetzt erstmal oder schauen uns erstmal das hier an. Mal sehen, was darunter ist. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Durch die Luke kommen wir nicht durch. Hat Olin dich je eingeladen? Nein. Ich habe ihn mal bis zur Tür gebracht, als er es nicht allein geschafft hat. Wir hatten da echt viel Intus, aber ich vertrag das. Eigentlich. Hehe. Du sagst, Olin hat Verbindungen zum Königshof. Kennt er den Sonnenkönig selbst? Nein. Er war ab und zu Späher für den Hof und hat Adligen auch Schmuck verkauft, aber er hatte nie eine Audienz beim König. Wenn es stimmt und Olin Dreck am Stecken hat, dann hat Sonnenkönig Avad nichts damit zu tun, das kann ich beschwören. Es kann auch gut sein, dass er versucht, an den Sonnenkönig heranzukommen, um ihn zu töten. Möglich wäre das auf jeden Fall.
Geht's dir wirklich gut? Ich bin nüchtern genug, okay? Ich brauche keine Predigt. Das meinte ich nicht. Ich rede davon, was gerade passiert ist, da draußen. Ich will nicht darüber reden. Wir sind wegen des Verdachts gegen Olin hier, also tu, was du tun musst. Oh Mann, ey, der stellt sich aber auch an. Darum sind wir hier. Weißt du, erst war er so flirty und jetzt reise ich 1000 Kilometer in seine Stadt. Und jetzt lässt er mich, weiß ich nicht, links liegen wie so ein Wackelpeterhaufen. Sieht groß und schwer aus. Die richtet bestimmt viel Schaden an, wenn sie runterfällt. Ja. Nur ein kleiner Schubser. Aber die Osseram-Luke kriegt man ja nicht auf. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Er hat mich herausgefordert. Er hat gesagt, wir kommen da nicht durch. Er hätte wissen müssen, dass ich so trotzig bin. Er hat mich doch kennengelernt. Wie hier eine perfekte Treppe geformt wird, ey. Tja, was sagst du dazu? Siehst du nicht nach, was da unten ist? Wir sind doch schon okay, unten. Okay, und... Karte. Zweidimensionale Darstellung. Eingeritzte Richtungsangaben. Umsetzung geografischer Daten. Olins Tagebuch. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Scheiße. Also ist er gar nicht ein wirklicher Verräter, sondern unfreiwillig, weil er keine andere Wahl hat. Was ist das hier? Das ist das Nora-Gebiet. Das müsste Meridian sein. Hier oben ist dann das wahrscheinlich das Osseram-Gebiet. Ich habe keine Ahnung. Eine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Also er hat irgendwas getan mit diesen unterirdischen Gebieten. Aber warum haben die gerade ihn in ihre Pläne eingespannt? Vielleicht, weil sie unterirdisch mit den Maschinen oder so etwas anstellen wollen. Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. Olins Tagebuch. Vierter Tag. Jetzt bin ich ein Verräter und sehe keinen Ausweg. Wenn ich zum Anfang zurückgehe, als sie mich umgedreht haben, gibt es da etwas, das ich übersehen habe? Nein, es gibt kein Entkommen. Wie soll mir das Schreiben da helfen? Zehnter Tag. Du hast mir dieses Notizbuch gegeben, als du mir das Schreiben beigebracht hast. Nach all diesen Jahren riecht es immer noch nach dir, nach Lavendel und Asche aus der Schmiede. Das ist alles, was ich noch von dir habe. Schreib mir Nachrichten hinein, hast du damals gesagt. Teile deine Gedanken, trenne die Blätter heraus und schick sie mir, um zu zeigen, dass ich an dich denke. Aber ich habe es nie getan, meine Hände sind zu schmutzig für Pergament. Wie sehr ich es mir wünsche, ich hätte dir den Gefallen getan, wie gern ich es jetzt täte. 15. Tag. Derselbe Traum, dein Haar im Licht des Schmiedefeuers, unser Sohn auf meinen Schultern, wir sind frei. Du drehst dich zu mir um und flüsterst, das ist ein Traum. Ich antworte, ja, ich weiß. Und dann wache ich auf. Allein. Sogar wach ist mein Leben ein Traum, eine Lüge. Mein Verrat wird dir keine Freiheit verschaffen. Er verschafft uns nur Zeit. Aber jede Sekunde, die du lebst, die er lebt, wenn Verrat der Preis dafür ist, zahle ich ihn. 34. Tag. Jede Woche ruft mich das Gerät heimlich zu einer neuen Ausgrabungsstätte. Wir arbeiten wie Getriebene. Als ob es an uns liegt, den Boden der ganzen Welt umzugraben und die Zeit dafür knapp wird. Wir wühlen herum, um die Kadaver alter Dämonen zu finden. Sie wollen die Waffen. Es kann nicht anders sein. Welchem Elend helfe ich, auf diese Welt zu kommen? 38. Tag.
Ich trinke mit Ehren und Ersa, aber auch das süßeste Gebräu kann nicht den Geschmack der Schuld aus meinem Mund spülen. Jeden Tag betrüge ich sie durch mein Schweigen. Die Verbrecher beobachten alles durch das Gerät. Ich rechne jederzeit damit, dass Ersa mir eine Klinge in den Hals rammt. Aber Feuer und Spucke, sie verdächtigt mich nicht. Ich muss ein besserer Lügner sein, als ich dachte. Aha, das heißt, sie haben ihm den Fokus angelegt, damit sie genau wissen, was er tut. Und er selbst hatte wahrscheinlich keine Peilung von dem Ding. 54. Tag. Unruhiger Schlaf die letzten drei Nächte. Ich musste an dieses Nora-Mädchen denken. Warum soll sie getötet werden? Es muss an dem Gerät liegen. Aber selbst wenn, was sollte sie schon für eine Bedrohung sein? Wir haben Explosionen und ferne Schreie aus dem Dorf gehört. Ich dachte, die Wilden würden uns die Schuld geben, uns angreifen. Ich habe es mir beinahe gewünscht. Aber ihre Stammmütter ließen uns ziehen. Wir flohen mit einer Kriegereskorte zur Grenze und überquerten sie am Tagturm. Jetzt soll ich zu einer Ausgrabung im Steinkranz gehen. Sie versprechen mir einen kurzen Blick auf dich, auf unseren Sohn. Ich hoffe so sehr, euch zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass Olin nicht lebend davon wegkommen wird. Irgendwie habe ich diese Befürchtung. So, jetzt wissen wir einiges mehr. Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Der Fokus, er zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das Gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren, über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Ja, ich glaube, so war es. Wir wissen jetzt, wo die Ausgrabung ist, und zwar am Steinkranz. Das heißt, das sollte unser nächstes Ziel sein. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt... Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid, aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht? Gut, ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Okay, und damit sind die nächsten Hauptquests klar. Wir sollen einmal Olin bei seiner Ausgrabungsstätte finden und Erend helfen. Rache für den Mord an seiner Schwester zu bekommen. Krass. Krasse Geschichte, das alles. Hier sind ja noch mehr Händler dazu gekommen. Oder sind das die gleichen? Ich glaube, es sind die gleichen. Und drei Nebenquests. Hier ist die Ausgrabungsstätte, der Steinkranz. Finde Olin bei der Ausgrabungsstätte, ja. Das Feld der Gefallenen, dafür müssen wir Stufe 19 sein. Triff dich mit Erend am Rotkampass. Immerhin schon mal Stufe 19, wow. Als nächstes schauen wir uns mal die Nebenquests an, die wir hier kriegen können. Dieser Ort riecht anders als alles, was ich kenne. Ist das irgendein Gewürz? Höchstwahrscheinlich, ja. Hier haben wir außerdem einen Händler. Na gut, was möchtest du besprechen? Du bist nicht von hier, das ist gut. Aber eine Nora. Das könnte schlecht sein. Fürchtest du die Ruinen der Alten wie viele deines Stammes? Nein, obwohl manche gefährlich sind. Dann kennst du vielleicht das, was ich suche. Auf deinen Reisen hast du da merkwürdige Gefäße gesehen, in die Symbole der Alten graviert sind? Sie sind hohle Zylinder mit sichelförmigen Griffen an beiden Seiten. Wenn du mir 4er-Sets dieser Gefäße bringst, kannst du mit mir ein gutes Geschäft machen. Geil.
Das sind die Kaffeetassen einfach. Für welche Rituale brauchte man die Gefäße? Die wurden ganz sicher zusammen eingesetzt. Immer in Sets. Manche Leute denken dabei an Teezeremonien. Andere glauben, sie enthielten einst heilige Öle und Essenzen. Aber ich glaube, dass man sie ausschließlich bei der Rasur seines Bartes benutzte. Eins für Wasser, eins für Seife und so weiter. Jede Flüssigkeit hat ihr Gefäß und wird majestätisch aufgetragen. Ein festes Ritual. Es ist atemberaubend. Aber welches Gefäß enthielt was? Ich muss es wissen. Ich muss unbedingt weiterforschen. Und wenn es einfach nur Trinkgefäße waren? Trinken? Aus diesen herrlichen Töpferarbeiten? Sei bitte nicht albern. Echt, ey, Leute, sei einfach mal nicht albern. Ja. In diesen magischen Ritualgefäßen wurden nämlich nur Zaubertränke rumgereicht, die einen zum Beispiel unnatürlich lange wach gehalten haben oder so, ne? Also das waren schon wirklich Zaubertränke. Du bist an den Alten interessiert. Mehr als interessiert. Ich studiere jedes Artefakt, das ich bekommen kann. Wegen meiner Forschungen bleibe ich am liebsten zu Hause. Ich kann nicht einmal mehr die Sonne ertragen. Ich weiß nicht, wie ich je eine Frau finden soll. Meine Familie drängt auf einen Erben. Ha, guck mich nicht an. Oh nein, 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 ich gucke nicht. Mein Vater hat nämlich schon eine Ehefrau für mich ausgesucht. Sie interessiert mich nicht. Ein Bruder könnte mir diese Last abnehmen. Und ich könnte mich nur um meine Gefäße kümmern. Na, du hättest auf jeden Fall mehr Chance bei den Ladies, wenn du mal diese Windel von deinem Kopf nehmen würdest. Ja, ja, machen wir schnell. Ich habe zu tun. So, Palas Belohnungskiste. Hier fehlt uns jeweils eins. Ärgerlich. Karte Metallblumen. Banuk-Figuren, alte Gefäße, Panoramen. Haben wir die schon? Oder sind das andere? Ist das eine andere Karte? Wir müssen mal eben gucken. Jetzt geh du nur auf die Jagd und stöbere in den Ruinen. Was sehen meine müden Augen da? Haben wir dadurch jetzt mehr? Sehen wir dadurch mehr? Nee, ne? Okay, das hätten wir also gar nicht kaufen müssen, aber naja, was soll's. Ist ja nicht so wild. Komm, unterhalten wir uns. Da vorne eine Quest. Du mit dem zweiten Gesicht, du musst mir helfen. Mit dem zweiten Gesicht, what? Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Oh nein. Erzähl mir mehr über den Raub und lass nichts aus. Es war dreist und professionell. Sie stahlen nur das Schwert, meinen wertvollsten Besitz. Der Dieb entkam durch das Fenster und stolperte über meinen Diener. Ansonsten wäre er unbemerkt entkommen. Interessant. Was ist das für ein Schwert? Warum stiehlt jemand ein Schwert? Es ist unbezahlbar. Aus dem Geweih eines Lanzenhorns. Mit feinen Intarsien und Edelsteinen an den... Okay, verstehe. Verzeihung. Das ist noch nicht einmal der Punkt. Der 12. Sonnenkönig schenkte es meinem Bruder für seine Dienste. Er fiel im Kampf während der Befreiung. Ich hob es für meinen Neffen auf, der bei den Schattenkaja in Sonnenfall gestrandet ist. Okay, erzähl mir mehr von dem Neffen. Was macht dein Neffe denn in Sonnenfall? Die meisten Kleriker dienten dem verrückten König. Und als er fiel, flohen sie aus Angst vor Vergeltung. Als Ehrengarde eines ehrwürdigen Priesters musste mein Neffe mit ihnen gehen. Mein Bruder ist jetzt tot, mein Neffe ist sein Erbe. Das Schwert gehört also eigentlich ihm. Und nach allem, was er durchgemacht hat, will ich ihm nicht sagen müssen, dass es nicht mehr da ist. Wir müssen das also untersuchen, okay. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian. Und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Die Reichen berauben. Okay, wir müssen also mit seinem Diener reden. Obwohl ich nicht mal weiß, wo der sich aufhält. Sieh dich doch mal
Oh, hier ist noch ein Händler. Was hat der denn für Zeug? Hat der noch was anderes? Schattenrassler, Schattensprengstolle? Ne, das übliche halt, ne? Aber wirklich coole Sachen. Goldenes Schnellreisepaket. Oh. Benötigt, ermöglicht unbegrenztes schnelles Reisen. Krass. Aber dafür brauchen wir eine Fuchshaut. Klebebomben-Munitionspaket. Verderbnispfeil. Geht nur mit dem Schattenkriegsbogen, okay. Zersprenger-Ladungspaket. Dafür brauchen wir den Zersprenger, den wir jetzt noch nicht gefunden haben. Näherungsbomben. Feuerdrahtpaket. Feuerbomben-Munitionspaket. Eispfeil. Fesselfeilpaket schwer. Eisbomben. Schockbolzen. Fesselfeil mittel. Beutepfeil. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was an dem so geil ist. Was an dem geiler ist als an anderen Dingen, so. Modifikationskiste. Nee, kaufen wir nicht. Das ist mir jetzt zu teuer. Okay. Hier kriegen wir noch eine neue Quest. Das ist aber irgendwie über uns, oder? Nee, das ist hier drüben. Sprich mit dem Diener. Ja, das machen wir noch, wenn ich halt erfahre, wo der ist. Was ist das eigentlich für eine... Okay, Stufe 12. Oh, da drüben ist noch ein Händler. Der weise Sonnenkönig erwartet jeden Tag dafür, dass er die blutigen Spiele seines Vaters im Sonnenring... Was war das, Ukan? Es wird kühler. Ukan? Du bist eine Fremde. Nora, wie es aussieht. Und bestimmt auch Maschinenjägerin. Das kann man wohl sagen. Na dann hör dir einen guten Rat an. Scher dich nicht um die Jägerloge. Wer kein Kaja ist, kann dort niemals aufsteigen. Okay. Was läuft in der Jägerloge falsch? Nichts, wenn man fanatische Trottel mag. In Ban-Ur bin ich als guter Jäger bekannt. Also dachte ich, ich versuch's bei der Loge. Ich dachte, es wäre einfach. Maschinen jagen, aufsteigen, Bester werden. Aber so läuft es ganz und gar nicht. Es läuft immer so, dass die Kaja an der Spitze bleiben. Mir muss keiner sagen, dass ich jagen kann. Ich gehe nach Hause. Ach, er ist also ein Banuk? Heißt das, nur Kaja können der Loge beitreten? Nein, sie nehmen Fremde auf. Aber sie haben Regeln, damit die nicht aufsteigen können. Sonnenkönig Avad versprach eine neue Welt. Meridian, offen für alle, alles Lüge. Klar, du hast einen Platz an der Tafel. Aber zu essen kriegst du nichts. Na, ich bin ja mal gespannt. Vielleicht werden wir die Ausnahme von der Regel sein. Das klingt, als sollte man in der Loge mal aufräumen. Vielleicht. Aber ich werde das nicht tun. Wenn du hingehst... Hinterlass ihnen einen traditionellen Banuk-Abschiedsgruß, mir zu Ehren. Ein Banuk-Abschiedsgruß? Was ist das? Piss auf den Boden. Am besten dort, wo sie es erst merken, wenn es richtig stinkt. Das werde ich auf jeden Fall direkt vor deren Augen machen, danke. Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Dunkle Ausbeuterkiste. Jäger-Großwildkiste, Kleinwild, Bildhauerkiste, Schrottfinderkiste, Scherbenspielkiste, Blauglanzkiste, Sturmvogellinse, Steinbrecherlinse, Behemothlinse, mysteriöse Kiste,
Krass, was mag da wohl überall drin sein? Die können wir kriegen. Und die. Das war's dann aber auch schon. Wobei, die kriegen wir auch. Ich will mir einfach mal angucken, was in den Dingern drin ist. Schatzkisten. So, hier haben wir erstmal Taltreff Glutsonnenbelohnungskiste, die wir nicht geöffnet haben. Maschinenausbeuterkiste, Zünder. Rohstoffvorrat, Panzerwandererlinse, nice. Maschinenausbeuterkiste, Metallscherben. So, Rohstoffvorrat, Rohstoffvorrat, Rohstoffvorrat. Wie viele Kisten ich einfach habe. Gratisprobe. Maschinenausbeuterkiste. Maschinenausbeuterkiste. Scherbenspielkiste. Maschinenausbeuterkiste. Draht, okay. Maschinenausbeuterkiste. Mehr Zünder. Rohstoff. 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 Oh, ordentlich. Steine können wir nichts mit anfangen. Knochiges Fleisch. Gesundheitstank können wir auch nichts mit anfangen. Jäger-Kleinwildkiste. Oh, gut. Jäger-Winzig-Wildkiste. Stürmerlinse. Okay. Helle Ausbeuterkiste. Metallscherben. Detonierende Sprengfallen. Steinpaket. Dunkle Ausbeuterkiste. Fettes Fleisch und Schweinsknochen. Och ja. Ich würde sagen, das war okay. So, wir haben hier jetzt den Scharfschussbogenköcher. 500 Metallscherben. Dann lieber den Kriegsbogen. Jetzt brauchen wir auch hier Fischhaut. So, Waffenbeutel-Upgrade. Höher geht's hier nicht. Wir haben jetzt eine Kapazität von 35 bei den Waffen. Ich bin mir nicht sicher, ob es so viele Waffen überhaupt gibt. Ich habe keine Ahnung. Hologramm-Datenpunkte, eine Nachricht für Olin. Ja, das haben wir jetzt ja schmerzlich mitbekommen, dass er eigentlich kein so ein großer Verräter ist. Die Richtung scheint mir richtig zu sein. Da ist die Jägerloge. Das muss der Turm sein. Er ist riesig. Welcher Turm? Welcher Turm genau? Meinst du hier irgendeinen? Für den Zutritt zur Loge musst du in den drei Jagdgebieten drei Halbsonnen gewinnen. Meinst du die hier? Also dann, herzlichen Glückwunsch und willkommen. Unsere Mitglieder ernten Belohnungen, Abenteuer und Ruhm. Bin ich jetzt Mitglied? Nein, du bist nur ein Küken. Neumitglieder nennt man Drosseln. Um eine Drossel zu werden, muss ein älteres Mitglied, ein Habicht, für dich bürgen. Ich brauche also einen Habicht. Ja, aber ein Habicht kann immer nur für einen Jäger bürgen. Und die meisten sind bereits vergeben. Och nee. Ich werde das schon schaffen. Das ist ja wie bei mir und den Frauen. Oben, stell dich Sonnenhabicht Assis vor, unserem Anführer, der dich einem Habicht vorschlägt. Ich hoffe, das ist es wert. Wie meinst du das? Wirst du sehen. Der hat auch diese Tränen unter dem Auge, genau wie Neil. Was ist mit der hier? Bei der Sonne. Das Edikt von König Awad zeigt Wirkung. Es steht eine Nora vor mir und auch noch eine Frau. Hast du Abzeichen für mich? Was meinst du damit? Aus den Jagdgebieten. Oh, stimmt. Du bist neu. Edikt? Welches Edikt? König Awad hat bestimmt, dass die Jägerloge jeden aufnehmen muss. Mann, Frau, Fremde, egal von welchem Stamm. Ersa, Hauptmann der Garde, kam her und überbrachte die Nachricht selbst. Da hast du was verpasst. Es war herrlich. Aber ich dachte, man würde ganz einfach sagen, dass Frauen und Fremde sich nicht qualifizieren. Doch du bist hier. Oh, es freut sich jemand, mich zu sehen. Das finde ich toll. Bist du Mitglied? Ich? Nein. Kaja ermutigen ihre Töchter nicht gerade dazu, Maschinen zu jagen. Aber die Veränderungen in Meridian sind gut für mich. Ich glaube, die Osseram wissen nicht, wie man mit Kaja handelt. Mein letzter Boss hätte nicht mal einer Biene Blumen verkauft. Er war zu einfach gearbeitet, wie sie sagen.
Dieser Job ist viel besser. Ich glaube, ich kann bald meinen eigenen Laden aufmachen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Tag. Wozu willst du meine Abzeichen? Ihr Jäger und eure Abzeichen. Ich nehme sie dir nicht weg. Ich gebe dir eine Waffe, die dich voranbringt. Ja, ich wusste, das interessiert dich. Gewinne Abzeichen bei allen drei Prüfungen der 5 Jagdgebiete und komm zu mir. Ich gebe dir bis zu 3 Waffen. Eine für 15 Halbsonnen, eine für 15 Vollsonnen und eine ganz besondere für alle Glutsonnen. Oh, besondere Waffen also. Was mache ich mit den Abzeichen? Gewinnst du bei allen Jagdgebietprüfungen das gleiche Abzeichen, gebe ich dir eine Waffe der Jägerloge. Zeig mir deine Abzeichen und wir sehen nach, ob du für eine der Spezialwaffen qualifiziert bist. Ich habe nicht genug Abzeichen. Kein Problem. Wenn du Abzeichen aus allen 15 Prüfungen hast, bekommst du die nächste Jägerlogenwaffe. Okay, krass. Waffen der Loge und das sind dann wahrscheinlich besondere Waffen. Kriegsbogen, Waffenkiste, ja. Seilwerfer, Waffenkiste. Also es ist halt jetzt die Frage, kriegt man dann diese Schattenwaffen oder sind das nochmal andere Waffen? Die Frage stelle ich mir gerade. Denn davon würde ich tatsächlich auch ein bisschen abmachen oder abhängig machen, ob ich jetzt die anderen Waffen noch kaufe oder nicht, wenn ich das wüsste. Oder das ist eventuell eine legendäre Waffe. Ne, wobei, das kann es nicht sein. Ich hatte sonst die Idee, ob das vielleicht eine legendäre Waffe ist, die alle Munitionstypen einer Waffe vereint, weil 3 ist ja nicht das Maximum. Beziehungsweise es gibt für eine Waffe mehr als 3 Typen. Theoretisch zumindest. So. Wir können ja mal gucken, ob wir noch mit Aziz reden können. Was ist das für ein riesiges Vieh hier einfach? Das ist schon krass. Bericht über Rotschlund. Okay, das ist viel. Ja. Okay, hier gibt es viel zu lesen. Ja, aber ich würde ja dann sagen, dann machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann hier noch etwas genauer um in der Jägerloge. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Horizon Zero Dawn. I want you. For an adventure.